Hallo, Michael ist wieder da und wir klopfen genau da an, wo wir waren, nämlich bei unseren 12 Halbtonen und der Oktave. So, um da jetzt weiterzumachen, um die ersten Tonleitern zu entwickeln und so weiter, möchte ich erstmal dahin kommen, wie dieses Gerät hier eigentlich entstanden ist und wie das funktioniert. Und zwar gehen wir da ein bisschen zurück in der Zeit. Da habe ich was mitgebracht. Wir gehen nämlich mal dahin. Da habe ich ein Bild gefunden. Ein Bild von einem Gitarristen. In einem Steinrelief. Dieses Relief ist 2500 Jahre alt. Irgendwo ausgegraben im Euphrat-Tigris-Bereich da. Und sowas findet man auch in den Reliefs der Pyramiden wieder. Und ja, da habe ich noch was gefunden. Das fand ich sehr interessant. Das ist das hier. Da, wo man Zeigefinger hinzeigt, da sieht man einen Jäger. Ein Steinzeitjäger. Das ist eine Höhlenmalerei aus einer Höhle in Frankreich. Und dieser Steinzeitjäger, der hält seinen Jagdbogen verkehrt herum. Und das ist kein Suizidversuch. Der macht damit Musik. So, also das fand ich eine sehr spannende Entdeckung. Also ursprünglich ein Jagdbogen, zupft jemand an der Sehne und macht damit Musik. Und dann wird einem auch schnell klar, wie es weiterging. Da kam sicherlich ein schlauer Fuchs daher und meinte, wenn ich jetzt noch mehr Sehnen auf diesen Jagdbogen spanne, dann kann ich zwar nicht mehr Pfeile abschießen, aber ich kann mehr Töne anzupfen. Und so war der Weg zur Harfe vorgegeben. Daraus wird sicherlich die Harfe entstanden sein. Das ist die gleiche Form wie so ein Jagdbogen, mit vielen Sehnen drauf. Ja, und der nächste schlaue Fuchs hat dann sicherlich gesagt, ich spare mir diese vielen Seiten, nehme wenige Seiten und nagle einfach nur ein Brett dahinter und entwickle dieses Prinzip, dass man einfach auf der Seite die Strecke verkürzt. Wie wir das ja hier auch machen mit unserem Buntstäbchen. Ich drücke da drauf, da ist ein Auflagepunkt und da ist ein Auflagepunkt. Die Seite ist kürzer geworden. Und dann mache ich das hier auch mal. Auflagepunkt ist da und da, die Seite ist noch kürzer geworden. Ein anderer Ton. Ja, so wird das wohl gewesen sein. Wenn wir das jetzt verstanden haben, wie so eine Seite funktioniert, dass wir sie einfach nur die Strecken verkürzen, dann können wir uns jetzt mal mit den Tönen befassen und mit den ersten Tonleitern. Wir stellen uns eine Leiter vor und dann innerlich sehen wir dann so zwei Holme und Sprossen. Dann stellen wir uns vor, jede Sprosse macht einen Ton. Geht also dann von unten aufsteigend nach oben. Bong, 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 bong. Und genau das machen wir. Und wir haben, und zwar auf einer Seite wollen wir das mal machen. Wir können uns irgendeine Seite auswählen. Und wir machen mal sowas. Und das ist zum Beispiel eine Tonleiter, wenn ich nur sowas mache. Ja, von unten nach oben, von den tiefen Tönen zu den hohen. Wir sagen aufsteigend dazu. Das war eine chromatische Tonleiter. Nur Halbtöne sind eine chromatische Tonleiter. Ich kann auch mal nur Ganztöne nehmen. Ein Ganzton ist also, wenn ich immer einen Bund überspringe. Ganzton. Ganzton, Ganzton. Das war ein Ganzton. Eine Ganztonleiter. Einfach nur einen ganzen Ton immer aufwärts steigen. Das, genau das, jetzt kommt die Praxis ins Spiel, genau das übt ihr mal. Wer das mit dem Plektron übt, macht immer am besten im Wechsel mit der D-Seite
und fängt hier mal auf der H-Seite, ich gehe mal davon aus, ihr kennt die Seitennamen, auf der H-Seite im dritten Bund, fangt ihr mal an. Das ist nämlich auch ein Ton D. Habt ihr zwei Ds. Ihr erinnert euch, eine Oktave, tiefe D, eine Oktave höher, hohes D. Dann habt ihr im Hintergrund immer so ein D am Klingen, das ist so ein Bezugston. Mit den Klängen vertraut. Nur ganz Töne, das könnt ihr mit den Augen sehen. Immer nur einen Bund zwischendrin lassen. Einen Bund überspringen. Gleichzeitig habt ihr eine schöne Plektrum-Übung, weil ihr müsst ihr beide Seiten abwechselnd anschlagen. Wer Fingerspieler ist, nehmt gerne den Daumen für die D-Seite und für die H-Seite sucht er sich aus, ob er einen Zeigefinger nehmen will, Mittelfinger oder irgendwas anderes. Für die, die noch mehr möchten, machen einfach mal Folgendes. Die stimmen mal ihre tiefe E-Seite eine Oktave tiefer. Dann habe ich ein tiefes D. So, das könnt ihr testen, wenn ihr das mit dem Gehör noch nicht so hinkriegt, könnt ihr das testen, nämlich wenn ihr im 12. Bund greift, die E-Seite, dann muss das genauso klingen wie die D-Seite. Wenn ihr eine Oktave tiefer stimmt, ist es natürlich klar, dass ihr eine Oktave höher drücken müsst, um den alten Ton wieder zu kriegen, der da mal war. Das so zur Kontrolle. Gut, und dann macht ihr Folgendes. Ihr könnt mit den Daumen schon mal einen Wechselbass lernen, den ihr so macht. Und wenn das klappt, fangt ihr wieder mit eurer Ganztonleiter an. Wollt und irgendwann geht er auch mal wieder zurück. Okay, das soll schon mal erstmal reichen.